Unfall nahe Seligenstadt. Motorradfahrer stürzt in Kurve und stirbt. Bei einem Unfall nahe Seligenstadt, Hessen, ist ein Motorradfahrer, 39, gestorben. Er geriet, vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit, in eine Kurve und kam dort zu Fall. Ein entgegenkommendes Auto erfasste den Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte. Der Biker starb kurz darauf an seinen Verletzungen. Der 26 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.